Hallo, heute lernen wir, wie wir den Hauspro Clipper benutzen können. Mit dem Clipper können Sie ganz einfach Produkte clippen, die dann auf Ihrem Hauspro-Account erscheinen und diese können Sie dann in Ihren Dokumenten verwenden. Zunächst gehen wir in den Google Chrome Web Store und suchen uns diese Extension heraus. Der Hauspro Clipper ist der, den wir brauchen. Hier klicken wir einfach auf Add. Und dass diese Extension hinzugefügt werden soll. Dieses suchen wir jetzt in so einen Shop aus und gehen auf die Webseite und suchen uns dann jetzt auch schon eine Kategorie aus, aus der wir gerne ein Produkt klippen möchten. Sobald wir ein Produkt gefunden haben, gehen wir darauf, unsere Seite, refreshen diese einmal. Und sehen, dass sich jetzt hier rechts Folgendes geöffnet hat. Das ist unsere Hauspro-Ansicht. Sobald wir nun mit der Maus über das Bild fahren, erscheint hier oben in der Ecke immer dieses blaue Efeublatt. Wir haben bis zu 5 Ansichten und desto mehr wir auswählen, desto mehr erscheinen dann auch oben rechts in der Ansicht. Alle weiteren Informationen werden folgendermaßen zugefügt. Sie können einfach mit der Maus über den Text fahren, die Maus dann loslassen und das System wird Sie automatisch fragen, wohin dieser Text gehört. In diesem Fall ist es zum Beispiel der Produkttitel. Wir können auf diesem Weg außerdem unseren Preis hinzufügen. Wir können auch noch eine Marge nehmen. Und dieser kleine Taschenrechner wird uns automatisch ausrechnen, wie viel wir im Endeffekt bekommen. Sollte Ihnen dieser Preis jetzt ein bisschen zu krumm sein, können Sie auch noch Ihre eigene individuelle Summe festlegen. Desto weiter wir runterscrollen, desto mehr Text können wir auch hinzufügen. Hier sagen wir zum Beispiel, das wird unsere Kundenbeschreibung. Um auf Hauspro noch organisierter zu bleiben, wählen wir uns jetzt auch noch eine Kategorie aus. Wir können hier einen Anbieter auswählen. Und wir können außerdem auch noch das Projekt hinzufügen, in dem wir gerade arbeiten und wir denken, dass dieses Produkt gut hinpassen wird. Sobald das Ganze jetzt auf Hauspro speichern und Sie werden hier einmal diese Meldung bekommen, dass dieses Produkt jetzt erfolgreich hinzugefügt wurde. Wir werden uns das Ganze jetzt einmal auf Haus ansehen. Zurück auf Haus können Sie also in Ihren Katalog reingehen und Ihre gespeicherten Produkte anschauen. Und hier sehen Sie jetzt auch schon den Stuhl, den wir gerade zusammen geklippt haben. Wenn Sie im Nachhinein feststellen, dass vielleicht noch etwas an dem Produkt geändert werden sollte, dann können Sie einfach auf den Titel draufklicken und das Produkt öffnet sich noch einmal neu für Sie. Sie können hier noch mehrere Bilder hinzufügen. Sie könnten auch noch einmal die Produktdetails überarbeiten oder vielleicht auch noch einen anderen Steuersatz hinzufügen. Jetzt können wir uns einmal anschauen, wie das ganze Produkt dann in einem Angebot aussehen wird. Und fangen damit an, Elemente hinzuzufügen. Zum Beispiel also diesen Sessel. Über Vorschau und Teilen können Sie sich einmal anschauen, wie das Ganze dann bei unserem Kunden aussehen wird. Ein weiteres Tool, wo Sie Ihr Produkt später noch wiederfinden können, wird das Moodboard sein. Sobald Sie ein neues Moodboard hinzufügen, zum Beispiel für Annas neue Wohnung, steht Ihnen dieses Produkt jetzt einfach zur Verfügung. Innerhalb des Moodboards haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können das Produkt verkleinern oder auch vergrößern. Sie können das Ganze duplizieren und dann spiegeln, um den Effekt einer Sitzecke zum Beispiel herzustellen. Sie können außerdem auch noch andere Produkte, die vorher schon geklippt wurden, in diesem Moodboard integrieren. Sie können das Ganze auch etwas drehen, damit man dieses Kissen zum Beispiel auf den Sessel legen kann. Wir fügen hier jetzt auch noch einen Teppich hinzu. Wir verzerren den ganz ein bisschen, damit wir einen anderen Effekt hinbekommen. Und außerdem legen wir diesen Teppich jetzt auch noch in den Hintergrund, damit er quasi unter unseren Sesseln steht. Dieses Moodboard können Sie dann auch sehr einfach mit Ihrem Kunden teilen, zum Beispiel über E-Mail. Um noch einmal darauf zurückzukommen, innerhalb des Kataloges werden Sie immer alle Ihre geklippten Produkte finden. Wir empfehlen, dass Sie sich noch heute den Hauspro Clipper herunterladen, um somit effizient, professionell und wirklich einfach Produkte zu Ihrem Hauspro-Account hinzuzufügen.